So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting hier gemeinsam mit Markets am Freitag, sage ich schon, Montag. Mal gucken, was Freitag bringt. Am Montag, den 20. September 2021. Wir wollen uns natürlich einen Blick auf die Märkte gönnen und viele der Gedanken aufgreifen, die wir in den letzten Tagen schon zum Thema gemacht haben. Der eine oder andere vielleicht am Freitag ins Morning Meeting reingeschaltet. Der eine oder andere hat vielleicht dann parallel dazu oder anknüpfend an oder nur unabhängig vom Morning Meeting die DAX-Analyse gelesen. Und ich hatte in dem Zusammenhang ja diese möglichen Turbulenzen rund um Evergrande schon zum Thema gemacht. Er gesagt, eventuell steht uns da einiges an Ungemach ins Haus und so scheint es jetzt zu kommen. Der Default von Evergrande, der wird immer wahrscheinlicher und folglich geht's jetzt etwas turbulenter am Markt zu, Abgabedruck, der sich aufbaut. Und eventuell ist das noch nicht mal der Anfang von dem, was uns dort noch an Ungemach ins Haus steht, denn es ist durchaus davon auszugehen, dass dort noch einiges an Hoffnung vielleicht auf der Fed liegt, auch in Hoffnung auf die chinesische Regierung, auf die chinesische Notenbank in irgendeiner Form dort entsprechend geldpolitisch aktiv zu werden. Denn das systemische Risiko von Evergrande, das wurde ja durchaus schon thematisiert, nicht nur unsererseits, sondern auch im Zusammenhang eben von Seiten der Chinesen und so wie sich das jetzt derzeit darstellt, gibt es dort nicht viel Hoffnung auf eine Rettung, aus welchen Gründen auch immer. Und folglich ist es dann so, dass wir uns definitiv etwas wärmer anziehen sollten und eventuell bis Mittwoch mindestens, eventuell auch über Mittwoch hinaus tatsächlich einiges an Turbulenzen erwarten sollten. Besonders wenn jetzt charttechnisch relevante Niveaus eben unterschritten werden. S&P auf dem Weg in Richtung und auch bereits jetzt in der Vorbörse unter die 4.400er Marke. Da ist durchaus dann Potenzial, besonders wenn wir unterhalb von 4.350 Punkten eben schließen, dann auch nochmal 150, 200 Punkte mehr an Abgabedruck zu sehen und dann infolgedessen eben den Weg zu bereiten zur 10% Korrektur. Also das heißt sogar Niveaus bis 4.000 Punkte werden da ein Thema. Und dann, wenn wir parallel dazu unseren DAX, der heute übrigens zum DAX 40 geworden ist, das ist ein etwas brisantes Umfeld, in dem es jetzt zu dieser Aufstockung eben kommt, ist durchaus denkbar, dass wir eben hier sogar einen deutlichen Drop unter die 15.000er Marke eben früher oder später erwarten sollten. Darauf werfen wir natürlich einen Blick und wollen natürlich auch darüber hinausgehend uns die Kryptos angucken, Gold und so weiter und dergleichen. Also da haben wir einiges auf jeden Fall auf der Agenda für heute. Bevor wir offiziell starten, auf jeden Fall hier einmal der Blick erstmal auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren. Sind wir nicht für jeden Anleger geeignet, ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil, mache man sich mit diesem zunächst einmal vertraut, entscheide dann, ob der Handel sich mit diesen Produkten für einen eignet und dann darauf aufbauend sicherlich der Weg in Richtung Demokonto, früher oder später eventuell auch der Live-Modus. Vollständiger Risikohinweis auf markets.com/de. Dort findet ihr auch alle weiteren Informationen rund um die Produktpalette von Markets und zwar im Hinblick auf physische Aktien, ETFs und dergleichen, also auch Investlösungen. Demo-Link stelle ich gleich in die Chatbox ein. Mich gerne kontaktieren jederzeit, wenn es Fragen rund um die Märkte gibt, Einschätzungen gewünscht sind zu bestimmten Assetklassen, Einzeltiteln etc. pp. Gerne auch hier eine Mail schreiben, entweder an jglatt@jk-trading.com oder kommt auf meine Webseite jk-trading.com, schaut dort im Forum vorbei, teilt dort gerne eure Fragen, eure Einschätzungen innerhalb des Forumsbereichs und in der Trading-Chatbox, die es da für euch gibt. Was noch? Twitter, habt ihr natürlich auch noch eine Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Auf jeden Fall. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Nutzt auch gerne die Möglichkeit, unterhalb dieses Videos Fragen zu stellen. Ich würde mich da auch freuen, eure Fragen beantworten zu dürfen, sofern ihr denn welche haben solltet. Hier einmal der Blick dann auf die MarketsX-Handelsplattform, von der ich gerade schon sprach. Stichwort Demo. Und hier teile ich einmal den Link. So, da könnt ihr euch eine Demo kostenlos herunterladen. Sollte jetzt aufgetaucht sein bei YouTube in der Chatbox und auch bei Twitch in der Chatbox. Und apropos Twitch, Gott bewahre, aber manchmal sind die Wege des Trader-Gotts unergründlich und dann gibt es da Schwierigkeiten. Bei YouTube, bei Twitch sind noch keine aufgetaucht. Ich stelle hier einmal ganz kurz den Link ein zu Twitch. Also abonniert gerne da den Kanal. Ich weiß gar nicht genau, wie das ist. Also man kann es auch subscriben auf jeden Fall und wechselt dort dann darüber, falls es hier irgendwelche Schwierigkeiten geben sollte. Unwahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz, wir sind auf jeden Fall vorbereitet. Und so, dann genug der Einleitung. Jetzt der Blick einmal auf den DAX. Wir können hier schon offensichtlich sehen, Abgabedruck, der sich auch schon am Freitag zeigte, interessanterweise. Also ab oder gegen die 15.800er Marke. Ich hatte, naja, man kann, man, es ist jetzt wahrscheinlich schwer, genau den möglichen Treiber oder den Grund hier für diesen Abprall, den heftigen an der 15.800er Marke ins Feld zu führen. Wir hatten den großen Verfall am Freitag, durchaus denkbar.
dass das damit zusammenhing in irgendeiner Form, dass dort dann entsprechend eben dieser Abprall sich gezeigt hat, was unausweichlich auf jeden Fall klar wurde, dann relativ zügig war, dass der Abgabedruck, den wir vor dem Verfall gesehen haben, auf jeden Fall dann beginnt, desto länger der Handelstag auch anhielt und dann auch mit Ausblick auf die US-Märkte, dann begann auf jeden Fall sich eventuell Sorgen breit zu machen im Hinblick auf das, was uns dort mit Evergrande ansteht. Ganz kurz nochmal besser. Zum besseren Verständnis, Evergrande ist ein großer Immobiliengigant, also wirklich ein Gigant in China, glaube ich, der zweitgrößte, hat massive Kapitalzuflüsse natürlich im Laufe der letzten 10 Jahre gesehen durch die dortigen Entwicklungen am Immobilienmarkt und dergleichen und auch natürlich massive Verflechtungen innerhalb des Finanzsystems dann entsprechend gesehen. Also von Evergrande geht ein sogenanntes systemisches Risiko aus, durch seine Verflechtungen eben nicht nur im chinesischen, auch im asiatischen Bereich und dann darüber hinausgehend natürlich auch im globalen. Und dort ist es eben so, dass dort jetzt Zahlungsausfälle sich abgezeichnet haben, dass Evergrande eben keine Liquidität mehr, über keine Liquidität verfügt, aktuell scheinbar, um entsprechende Verpflichtungen nachzukommen. Beispielsweise am Yield Payments, also Interest Payments, na, eine Anlage, ein Bond oder sonst dergleichen, eben in diesem Zusammenhang erwerbe, dann erwarte ich natürlich einen daraus resultierenden Cashflow, also dass mein entsprechendes Kapital ausgeschüttet wird, an mich ausgekehrt wird als Investor, beziehungsweise dass dann beispielsweise, dort ist es in China üblich, dass eben Investments getätigt werden, also das heißt Geld im Vorhinein fließt, seitens eben zum Beispiel Häuslebauern in Anführungsstrichen, beziehungsweise Leuten, die Eigentum erwerben wollen, und dass diese Wohnungen dann entsprechend gebaut werden. Ja. Und da ist es dann eben jetzt zu Zahlungsschwierigkeiten, beziehungsweise zu Baustopps eben tatsächlich dergleichen gekommen. Und diese haben sich kontinuierlich eben aufgetürmt und immer weiter aufgetürmt, haben auch schon entsprechende Forderungen dann laut werden lassen von entsprechenden Investoren, die gesagt haben, wollen unser Geld zurück und so weiter. Und diese Entwicklungen, also jetzt sehr grob gesprochen, diese Entwicklungen, die dort eben jetzt rund um Evergrande stattgefunden haben, die haben immer größere Kreise gezogen und es zeichnet sich mehr und mehr ab, dass Evergrande dort eben potenziell ausfallen könnte als Schuldner. So, das ist deswegen brisant, weil die Größenordnung, so wie man es aktuell jedenfalls kommuniziert sieht, auf 300 Milliarden US-Dollar beläuft. Also der Gegenwert der ausstehenden Forderung gegenüber Evergrande beläuft sich auf 300 Milliarden. Das ist verhältnismäßig viel, würde ich jetzt mal behaupten. Also das ist durchaus für ein einzelnes Unternehmen eine Last, eine Forderungslast, die eben dort dann nur durch entsprechende Stützungskäufe seitens oder Unterstützung seitens der chinesischen Regierung, Querstrich die chinesische Notenbank gestemmt werden könnte, beläuft sich in der Größenordnung auf, wenn ich das richtig jetzt zusammenbekomme, ungefähr Größenordnung Lehman Brothers 2008, wir erinnern uns. Auch dort zeichnete sich lange Zeit, da wurde ja auch seitens dann damals Dick Fuld und dergleichen, wurde ja entsprechend in Aussicht gestellt, machen Sie sich keine Sorgen, wir kriegen das schon alles hin und dergleichen. Und ja, von heute auf morgen im Grunde genommen kristallisierte sich dann heraus, dass die gar nichts auf die Reihe bekommen und dass dann auch niemand wirklich willens war, aus welchen auch da politischen Gründen auch immer. Jetzt im Nachgang ist ja klar, dass da durchaus vielleicht die Verflechtungen des damaligen Finanzministers Hank Paulson, der vorher CEO von Goldman Sachs zum Beispiel war, dass das vielleicht damit zu beigetragen hat, dass man hier einen Konkurrenten aus dem Weg räumen wollte. Und das stelle ich deswegen jetzt hier heraus, weil das nämlich auch etwas ist, was man im derzeitigen Umfeld nicht unterschätzen sollte. Da kommen relativ zügig jetzt Spekulationen auf, wie nämlich zum Beispiel die jüngsten Entwicklungen, Stichwort Hang Seng beispielsweise. Wir wollen das mal ganz kurz hier aufgreifen, damit wir, mir fällt nämlich auf, ehrlich gesagt, dass wir das gar nicht hier so sehr zum Thema gemacht haben. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ist der's? Oder ist es der? Jetzt muss ich gerade ganz kurz schauen. Ich weiß es nicht. Einen Augenblick. Einen Augenblick, ich bin gleich da. Ich bin mir nicht sicher. Ich probiere es mal mit dem hier. Ja, der kommt hin. Perfekt. Sehr gut. Also HK33 ist das Kürzel da. Diese Entwicklung in Hongkong bzw. in chinesischen Aktien grundsätzlich, die zeigen sich schon seit geraumer Zeit. Der ein oder andere, wir hatten ja auch bei den Einzeltiteln immer mal hier Alibaba zum Beispiel zum Thema gemacht und hatten in dem Zusammenhang diese bärische Performance am chinesischen Finanzplatz herausgestellt. Wir hatten herausgestellt, die Entwicklungen in Tal, Edu beispielsweise, das sind diese Online-Education-Provider zum Beispiel, die immer stärkere Restriktionen gesehen haben, regulatorische Vorgaben, die erfüllt werden mussten, infolge derer sich eben der chinesische Finanzplatz wirklich extrem schwach performt eben
eben tatsächlich gezeigt hat. Also wir sehen in diesem Zusammenhang hier diese Abwärtssequenz, fallende Hochs, fallende Tiefs seit geraumer Zeit. Parallel hierzu, wir erinnern uns dran, wir werden gleich einen Blick drauf werfen, aber das müssen wir eigentlich gar nicht, wir wissen alle, wovon sofort die Rede ist. Wir haben im S&P, im Nasdaq kontinuierlich neue Allzeithochs markiert. Also während der westliche, in Anführungsstrichen, Aktienmarkt sich extrem stark präsentiert hat, hat eben in China einiges an Abschlägen eben tatsächlich gesehen. Vieles an Marktkapitalisierung ist vernichtet worden. Die jüngsten Entwicklungen, die zum Beispiel in Tencent stattgefunden haben, haben dazu geführt, dass innerhalb der 10, ausgehend von der Marktkapitalisierung, wertvollsten Unternehmen weltweit, jetzt innerhalb dieser Top 10 China überhaupt keine Rolle mehr tatsächlich spielt. Und jetzt kommt so ein bisschen natürlich die Frage auf, also, denn das ist eine logische Frage, besonders im Hinblick eben auf den globalen, den Konkurrenzkampf hier zwischen den USA und China an dieser Stelle, der jetzt stattfindet, der eventuell sogar nochmal deutlich angefacht wurde auch und auch entsprechende Spekulationen hinsichtlich des Ursprungs des Coronavirus nach sich gezogen hat und dergleichen. Das wollen wir jetzt gar nicht hier so sehr aufgreifen. Also die Frage, die sich ein bisschen aufgestellt hat oder begann zu stellen, ist eben, dass man sagte, naja, wieso kriegt man eigentlich jetzt hier in China als Unternehmer einen derart starken Gegenwind plötzlich zu spüren? Warum gibt es seitens der chinesischen Regierung nicht die Unterstützung der jeweiligen Unternehmen? Also nicht, dass sie nicht da wäre. Wir erinnern uns dran in dem Zusammenhang, Stichwort NIO zum Beispiel. Das ist der direkte Konkurrent seitens Teslas in China beispielsweise. Wir hatten das aus trading-technischer Perspektive, hatten wir das häufiger zum Thema gemacht, dass das eine sehr, sehr attraktive Trading-Aktie eben tatsächlich auch ist und auch eine sehr, sehr attraktive Intraday-Volatilität sich gibt. Es gab dann eine sehr starke Gegenbewegung hier von den Mai-Tiefs. Das ist ungefähr um $30 gewesen. In der Spitze sind wir dort auf über $50, haben uns fast verdoppelt, innerhalb von roundabout 2-3 Monaten eben tatsächlich. Und nichtsdestotrotz ist diese Performance, die wir in NIO zu sehen bekommen, verhältnismäßig niedrig im Vergleich zu dem, was uns eben beispielsweise Tesla auch in jüngerer Vergangenheit zeigt. Also Tesla spielt so ein bisschen in seiner eigenen Liga in diesem Bereich. Und diese Underperformance, die einfach chinesische Aktien hier gesehen haben und auch diese Regulatoren oder diese Regularien, die man dort auf den Weg gebracht hat, die wir hier auf den Weg gebracht gesehen haben seitens der chinesischen Regierung, stehen eigentlich so ein bisschen im Widerspruch zu diesem wirtschaftlichen Machtkampf, der sich dort herauskristallisiert. Also drückt sich die Frage auf, warum, was passiert da? Und was wir in China sehen, ist eine ähnliche Entwicklung vielleicht, wie wir sie gesehen haben vor rund 20 Jahren in Russland. Stichwort Putin und oder beziehungsweise die russische Regierung und dann entsprechend eben die Oligarchen. Und dieser Konflikt, der sich dort herauskristallisiert hat, ohne da jetzt ein Experte in diesem Bereich zu sein, aber diese Entwicklungen, die dort stattgefunden haben, die zeigen sich vielleicht auch in ähnlicher Form in China. Wir haben es auch immer mal wieder gesehen, zum Beispiel Alibaba / Jack Ma in dem Zusammenhang. Jack Ma ist verschwunden gewesen auf einmal. Das war letztes Jahr plötzlich eine Headline, die gelaufen ist. Das war relativ zügig im Anschluss an eben den abgesagten Börsengang, einen Riesenbörsengang Alipay an der Stelle eben. Und wo Jack Ma, das ist zumindest so übermittelt worden, wo Jack Ma sich im übertragenen Sinne mit der chinesischen Regierung angelegt hat und in dem Zusammenhang dann eben den Finanzdienstleistungssektor, den chinesisch regulierten Bereich hier eben versucht hat, dann über eine private Lösung in Anführungsstrichen komplett zu reformieren, was natürlich der chinesischen Regierung sehr übel aufgestoßen ist und dann entsprechend dazu geführt hat, dass man eben hier nicht nur den Börsengang untersagt hat, ausgehend von vorgeschobenen Gründen, man mag es jetzt nicht irgendwie beschreien, aber zumindest mal mutete das alles in der Nachbetrachtung sehr, sehr dubios an. Und Jack Ma verschwand dann auch an dieser Stelle plötzlich von der Bildfläche. Da kamen plötzlich dann Sorgen auf, dass er eventuell in Anführungsstrichen aus dem Weg geschafft wurde seitens der chinesischen Regierung. Ist dann mittlerweile jetzt wieder aufgetaucht. Aber der Grund, warum ich das eigentlich zum Thema mache, ist, er zeigt diese Brisanz an dieser Stelle. Stichwort auch, wir kommen nochmal zurück, Hank Paulson, Lehman Brothers, Hank Paulson als ehemaliger CEO von Goldman Sachs damals, Lehman Brothers im übertragenen Sinne über die Klinge springen lassen. Das hat auch hier durchaus einen Grund, denn man könnte durchaus, also man sieht das nicht nur am Aktienmarkt, diese aktuelle Performance, die stattfindet, sondern das ist auch etwas, was im Hinblick auf Evergrande eine durchaus brisante Rolle spielt. Es könnte durchaus sein, dass vielleicht die chinesische Regierung sich bis jetzt noch nicht dahingehend positioniert hat, hier rettend einzugreifen, weil man einfach diesen chinesischen Oligarchen in Anführungsstrichen einen vor den Bug schießen möchte oder hier seine Macht im Grunde genommen eben konservieren möchte und eben dort nicht plant, diesen chinesischen Oligarchen eben dann jetzt
zu Hilfe zu eilen und Evergrande zu retten, wo man durchaus davon ausgehen darf, dass da eventuell auch chinesische Mächtige, in Anführungsstrichen, eben hier, wie soll ich sagen, ihre Hände mit im Spiel haben, beziehungsweise sich, dass dann die CEOs von dort, beispielsweise von Evergrande, eventuell sich ein Exempel statuieren lässt anhand der aktuellen Entwicklung dort und dass man dort eben seitens der chinesischen Regierung sagt, na dann gucken wir mal, wer hier in Anführungsstrichen am längeren Hebel sitzt. Und das ist durchaus brisant eben tatsächlich und durchaus eine in zu Betracht ziehende Option, ausgehend von der Größe und der Verflechtungen des systemischen Risikos, was von Evergrande am chinesischen Finanzplatz eben ausgeht. Und das ist eben durchaus etwas, wir hatten das am Freitag ja schon zum Thema gemacht, dass das eventuell unterpreist ist. Also Stichwort Volatilitätsindex an der Stelle. Ich gehe mal ganz kurz hier auf meine Chartdarstellung. Hier, wir sehen massiv, jetzt fängt an, der Markt es einzupreisen. Wir sind im Hinblick auf den VIX jetzt auf 25 Punkte gestiegen, heute früh kurzzeitig darüber gehandelt worden. Das ist deswegen brisant, weil das korrespondiert mit den Hochs, die wir hier im Juli markiert hatten. Wir erinnern uns dran. Und wir haben eventuell noch einiges an Volatilität, die einzupreisen ist, Absicherung, die zu kaufen ist, infolge der aktuellen Entwicklung, die sich nämlich jetzt beginnen zu manifestieren und die sich beginnen zu zeigen, wo sich eventuell mehr und mehr offenbart, dass der Markt sich hier im übertragenen Sinne so ein bisschen im Complacency-Modus, also im Selbstgerechtigkeitsmodus einfach wieder gespiegelt hat. Die Feds wird es im übertragenen Sinne schon richten. Auch da zum Beispiel, das ist ja auch ein Gedanke, wie gesagt, ich glaube, dass der Gedanke chinesische Regierung, Oligarchen, dass der näher an der Realität ist, aber wir sollten auch nicht unterschätzen, dass eventuell die aktuellen Entwicklungen, die hier stattfinden in China, auch natürlich den USA durchaus in die Hände spielen. Und dass sich natürlich auch hier so ein bisschen dann die Frage jetzt offenbart, ist man nicht vielleicht willens, hier auch vielleicht so ein bisschen zu zündeln und einen Kollaps von Evergrande zu provozieren, weil es nämlich die Wirtschaftskraft des Konkurrenten aus Fernost, also USA, Konkurrent China, an der Stelle einfach unterminiert. Und wir wissen, also ich habe diese Grafik nicht vorbereitet, aber was ich weiß, ausgehend von den Entwicklungen rund um QE nach der Finanzkrise, 2008 ist, dass es eine direkte Korrelation des billigen Notenbankgeldes zur Verfügung gestellt seitens der Fed gab und dem Wirtschaftswachstum in den USA und dass es auch entsprechende Kapitalabflüsse aus China gab, die sich nochmal deutlich beschleunigten in dem Moment, als die Fed damals begann, dann den Taper auf den Weg zu bringen. Also die Geldspritzen zu reduzieren, damals eben das Taper-Tantrum einsetzen und dergleichen. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Schwellenländer gehabt, sondern eben auch aus China. Vielleicht war der direkte Zusammenhang weniger eigentlich Taper der FED und Schwellenländer, sondern eher Reduktionen dann des Wirtschaftswachstums in China, was sich auf die Schwellenländer ausgewirkt hat, weil die nämlich mit China einen großen Abnehmer ihrer jeweiligen Produkte eben verloren haben oder dieser sich weniger offensiv dargestellt hat und diese jeweiligen Produkte dann eben nachgefragt hat, die das dortige Wirtschaftswachstum auf den Weg gebracht haben. So, und jetzt haben wir eben hier auch durchaus diese Überlegung, die ins Feld spielen könnte und die dann im Hinblick auf den Taper beginnt natürlich brisant zu werden. Vielleicht ist man hier geneigt, seitens der Fed sich weniger expansiv eben am Mittwoch zu zeigen, jetzt am kommenden Mittwoch. Einfach ausgehend auch von dem Wissen darum, dass das durchaus in der Lage ist, dann eben hier Unsicherheit am Finanzplatz, querstrich auch aus wirtschaftlicher Perspektive in China, zu befeuern. Und dann als Grund die Inflationssorgen vorschiebt, vielleicht überraschenderweise. Ja, man hatte bis jetzt sich da eigentlich reserviert gezeigt. Eigentlich gibt es keinen Grund davon auszugehen, dass die Fed sich hier geldpolitisch zurücknimmt. Und jetzt sagt man eventuell, das kommt uns eigentlich ganz gelegen, diese Unsicherheit in China. Und nun ja, wir könnten jetzt einfach mal auch vielleicht unsererseits dann die geldpolitischen Zügel etwas straffen. Wir könnten das wirtschaftlich argumentieren. Wir wollen es nicht übertreiben. Wir wollen ja hierzulande jetzt nicht unsere Wirtschaft schädigen. Aber unsere Fallhöhe ist natürlich um Vielfaches höher als das, was wir in zum Beispiel hier China, in Hongkong sehen, wo sich schon seit geraumer Zeit eine deutlich bärische Performance eben herauskristallisiert. Wir handeln deutlich mehr als 20% unterhalb der Allzeithochs, die hier im, sind es überhaupt die Allzeithochs? Mal ganz kurz gucken. Müsste ich jetzt mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob das Allzeithoch hier tatsächlich im Hang Seng waren. Ich könnte mir das natürlich sehr gut vorstellen. Aber sind wir deutlich 20% unterhalb, während wir halt hier derzeit 3% maximal unterhalb der Allzeithochs eben im S&P eben tatsächlich handeln.
Und selbst wenn wir jetzt hier eine größere Korrektur zu sehen bekämen, eine anziehende Volatilität, kurzzeitige Unsicherheit, wäre es immer noch so, dass wir mindestens year to date, eigentlich aber post-Corona, ehrlich gesprochen, deutlich im positiven Territorium im Vergleich zum Beispiel zu unseren Konkurrenten in China eben performen. Und das sind durchaus jetzt Überlegungen, die natürlich beginnen, sich so ein bisschen zu verselbstständigen, beziehungsweise so Puzzlestücke, die durchaus von Interesse sind. Also das bedeutet, während ich jetzt in dem Zusammenhang einerseits zwar rein spekulativ unterwegs bin, im Hinblick auf das, was jetzt hier diese Entwicklung rund um Evergrande, hier übrigens der Reuters-Artikel in dem Zusammenhang, der auch nochmal dieses Default Risk herausstellt, also dieses Zahlungsausfallrisiko rund um Evergrande thematisiert hier von Reuters an der Stelle. Ist natürlich über alle Kanäle verfügbar. Müsste man jetzt allerdings schauen, ob es da auch im deutschsprachigen Bereich was gibt. Ja, also der deutsche Finanzjournalismus, der ist da jetzt nicht so stark, sagen wir es mal so. Also wenn ich mir Informationen beziehe, beziehe ich sie jetzt mittlerweile fast ausschließlich einfach eigentlich über den englischsprachigen Bereich, weil einfach auch Deutschland hier ein Entwicklungsland einfach schlichtweg ist, einfach viel zu rückständig ist, dass keiner nicht nur keine Aktienkultur gibt, sondern auch im Bereich Finanzjournalismus einfach zu viel Rückständigkeit ist. Und das, was du dann früher oder später hier in den Medien thematisiert siehst, das hast du schon 3, 4, 5 Tage teilweise vorher im englischsprachigen Bereich im Grunde genommen sehen können. Und wenn du genau liest, dann kannst du sogar feststellen, dass ein Großteil dessen, was da in Finanzjournalismus einfach stattfindet, im Grunde genommen eigentlich übersetzt wurde aus dem Englischsprachigen. Ja, wenn du der englischen Sprache da mächtig bist, dann kannst du die Informationen im Grunde genommen mit einigem Vorlauf schon ein paar Tage vorher eben tatsächlich erhalten. Aber kommen wir zurück also zu Evergrande. Die Entwicklung, die wir jetzt also hier zu sehen bekommen, die können sich durchaus noch einmal wesentlich dramatischer darstellen. Ausgehend, wie gesagt, von der Größenordnung 300 Milliarden. Ich weiß jetzt nicht, wie die Größenordnung um Lehman Brothers war, aber es kommt, glaube ich, in diese Gefilde ungefähr. Dann haben wir die gesamten Verflechtungen, die wir einfach hier von Evergrande innerhalb des chinesischen, innerhalb des asiatischen Raums grundsätzlich eben sehen und darüber hinausgehend natürlich dann auch für das globale Finanzsystem. Wer da welche Leichen in Anführungsstrichen im Keller liegen hat, das bliebe erstmal grundsätzlich ja, abzuwarten, beziehungsweise das müsste man dann eben tatsächlich sehen. Auch bei Lehman Brothers hat sich das damals nicht so schnell gezeigt, diese Entwicklung. Ich müsste mal ganz kurz gucken. Ich gucke mal eben, ob ich dazu eine Grafik finde, schnell. Also wenn einer hat, dann hat Zero Hedge mit Sicherheit und dann gucken wir mal hier. Zero Hedge Lehman Evergrande. Gucke ich mal hier auf die Bilder. Vor 5 Tagen. Gucken wir mal hier, was haben wir hier? Nee. Nee, das ist nicht das, was ich suche. Nee. Leider nicht. Hier, was haben wir da? Lehman Mother, Lehman Moment. Nee, das macht jetzt keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Da müsste ich nochmal schauen. Da habe ich jetzt die Parallelen. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall deutliche Parallelen und dass das relativ zügig damals ging. Also wir können uns natürlich im übertragenen Sinne kaum noch daran erinnern, was sich jetzt damals mit Lehman abgespielt hat, dann im September, Oktober 2008. Aber was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass es relativ zügig ging, nachdem Dick Fuld darauf verwiesen hat, dass doch eigentlich alles in bester Ordnung ist und dass man sich relativ sicher ist, dass es hier keine größeren Turbulenzen eben gibt und dann relativ zügig im Anschluss daran hat es dann eben sich herauskristallisiert, dass Lehman eben doch nicht mehr zahlungsfähig eben tatsächlich ist. Und eine ähnliche Situation, die stellt sich ja relativ deutlich dar im Hinblick auf Evergrande. Ich weiß, oder ich weiß, dass es verfolgt wird. Ich habe es gelesen, auch, aber leider auch nur die Headline. Am Wochenende war ich einfach anderweitig fokussiert. Also anders formuliert, ich war mit meinen Jungs bzw. Familie grundsätzlich, wir waren auf einem mega geilen Spielplatz, ehrlich gesagt. Und ich habe einfach mal für einige Stunden habe ich komplett alles, was irgendwie hier mit Finanzen oder Sorgen oder sonst dergleichen ausgeblendet, bin einfach nochmal 10 gewesen und hab da mit meinen Jungs hab da auf dem Klettergerüst Spaß gehabt.
Nein, also wie gesagt, im Hinblick jetzt auf diese Headline, die ich da von UBS gesehen habe, war es so, dass bis letzte Woche, glaube ich, Evergrande fast überhaupt kein Thema war. Und das ist eben durchaus auch etwas, was relativ schnell Parallelen auf sich aufbauen sieht oder aufbauen lässt im Hinblick auf das mit Lehman Brothers. Auch Lehman Brothers hatte damals keiner so wirklich auf dem Schirm. Und wie gesagt, das kann durchaus relativ zügig zu Turbulenzen führen. Warum ich es jetzt zum Thema mache? Ich mache es deswegen zum Thema, weil sich jetzt natürlich beginnt, die Frage aufzudrängen, na, wie reagiert die FED wohl da drauf? Und das wissen wir nicht. Wir haben aktuell überhaupt keine Ahnung, wie die FED da drauf reagiert. Also ich gehe davon aus, es wird schon irgendwie Thema sein am Mittwoch, aber es ist derzeit abzuwarten, wie die FED darauf reagiert. Derzeit wissen wir auf jeden Fall, dass sich ja hier auf breiter Front im übertragenen Sinne, dass sich dort die Erwartungshaltung etabliert. FED Taper. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Das reicht, glaube ich, Financial Times. Wir hatten letzte Woche ja was in dem Zusammenhang. Lass mich mal ganz kurz gucken. November, Dezember, Timeline. Naja, okay. Also, eigentlich egal. Wir erinnern uns, letzte Woche Montag, glaube ich, war es an der Stelle. Wir hatten letzte Woche am Montag ja auch die Abschläge zum Thema gemacht. Das war am vergangenen Freitag, also am 10. Genau, am 10. September. Da kam ein durchaus schwacher Wochenschluss plötzlich ins Feld, den keiner so wirklich auf dem Schirm hatte. Und von dort kam es dann zu dieser Salami-Crash-Tendenz über die letzten Handelstage. Und das war ausgehend von eben dem Umstand, dass mehr und mehr jetzt begonnen wurde einzupreisen, dass die Fed ein Taper kommunizieren wird auf ihrer September-Sitzung ab November. Und da waren wir dann eben bei 15 Milliarden pro Monat. Und hier sieht man es, also die Headline. Ich habe jetzt diesen Artikel, ich habe ihn nur rausgepickt. Also ihr habt gesehen, ich habe es einfach nur gegoogelt und habe einfach draufgeklickt. November, Dezember, Fed's Taper Timeline, tied to volatile Jobs Data. Ich glaube, das ist jetzt allerdings, das ist der 17. Also das heißt, das war am Freitag, dieser Artikel. Ich bin mir nicht so sicher, ob es jetzt die Jobs da sind, die da eine Rolle spielen, also die Arbeitsmarktzahlen von Anfang des Monats. Ich bin auch nicht so sicher, ob das wirklich dieser einmalige, sehr solide Einzelhandelsumsatz, Datensatz von letzter Woche, Mittwoch, Donnerstag war es, glaube ich, dass der jetzt hier eine Rolle spielt. Ich glaube, was jetzt den Markt beginnt wirklich zu interessieren, ist mehr und mehr, wie reagiert man auf diesen potenziellen, in Anführungsstrichen, Finanztsunami, der sich dort beginnt aufzutürmen rund um Evergrande in China. Und wenn der komplett ausgeblendet wird seitens der Fed und wenn man jetzt sagt, ja, wir reduzieren unsere Anleiheaufkäufe infolge solider Jobzahlen zum Beispiel, Einzelhandel zum Beispiel, Inflationsdruck, der sich aufbaut und dergleichen und diese offensichtliche Brisanz dieser Entwicklung rund um Evergrande ausblendet, dann würde das im übertragenen Sinne mehr und mehr eigentlich unterstreichen, nicht, dass die Fed es ignoriert, dass es der Fed egal ist, sondern dass die Fed hier eventuell einen Grund vorschiebt, um vielleicht mehr Öl ins Feuer zu gießen, um diese wirtschaftlichen Turbulenzen in China anzufachen. Jetzt wird natürlich vielleicht der ein oder andere sagen, naja, aber die Fed ist doch eigentlich unabhängig, politisch unabhängig. Ich glaube nicht. Ich glaube, das hat sich mehr und mehr deutlich gezeigt, dass das nicht der Fall ist, dass die Fed politisch unabhängig ist, schon gar nicht im aktuellen Umfeld. Das hatte sich schon eigentlich vor Jahren gezeigt im Hinblick auf die Tweets von Herrn Trump in diesem Zusammenhang. Und also das bedeutet lange Rede, kurzer Sinn, dass die Fed mit einer zurückhaltenden Haltung im Zusammenhang eben auf jetzt die Entwicklung in China, beziehungsweise einem trotzdem Voranschreiten hier, sich unabhängig davon präsentieren, Hinblick auf den Taper, durchaus nochmal in der Lage wäre, mehr Volatilität zu begünstigen. So, das also jetzt zum global makroökonomischen Bild, was derzeit eine Rolle spielt, was der Haupttreiber ist, um es einfach mal zu zeigen, wo die Brisanz daher rührt. Und dann sind wir relativ, also relativ zügig in Anführungsstrichen, also dann wird es eben klar, warum dieser aktuelle Drop, den wir im DAX jetzt hier beispielsweise sehen, noch nicht zum Ende kommen muss, sondern dass wir auch darunter eben durchaus noch Potenzial für deutliche Abschläge unterhalb von 15.000 Punkte zu sehen bekommen. Also deutlich bedeutet an der Stelle erstes Ziel 14.800 Punkte roundabout, beziehungsweise dass darunter vielleicht sogar Abschlagspotenzial uns in diese Gefilde hier führen könnte. Das sind dann die Ausgangsniveaus vom Corona-Crash im Februar 2020, beziehungsweise hier dieses Konsolidierungshoch, wo wir es gesehen bekommen haben, das ist die Region um 14.000 Punkte. Also es kann recht zügig gehen, dass wir eben mit Drop unter die 14.800er Marke dann im Hinblick auf den DAX auch weitere Abschläge sehen, die uns bis in Gefilde hier um 14.000 Punkte führen. Und darunter dann vielleicht sogar die Region um 13.300 Punkte aktivieren. Ich will jetzt nicht das
Crash-Szenario irgendwie thematisieren. Aber klar ist auf jeden Fall, wir sind selbst in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt nur in Anführungsstrichen bis 14.000 Punkte droppen, sind wir von diesen Allzeithochs hier 2.000 Punkte unter Druck. Das ist etwas mehr als 10%. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Es ist jetzt nicht irgendwie das große Crash-Szenario vergleichbar mit dem, was hier im Februar 2020 stattgefunden hat. Aber die derzeitige Sorglosigkeit am Markt, die sich auf breiter Front zeigt, auch im Hinblick auf den DAX und dieses niedrig volatile Umfeld, da sind wir halt relativ zügig schon dabei, dass wir schon bei Abschlägen in der Größenordnung jetzt von 1-2% auf Intraday-Basis plötzlich den großen Crash wittern. Also ich habe zum Beispiel heute früh auch wirklich grinsen müssen, als ich im Hinblick auf den Dow Jones auch wieder einen Tweet von jemandem sagte, der sagte, oh, Dow Jones, 500 Punkte, 600 Punkte unter Druck, so mit großen Lettern. Und du denkst dir, naja, 500, 600 Punkte bei einem Index, der bei über 30.000 Punkten notiert mittlerweile. Naja, das ist eine Korrektur von etwas mehr als 1,5%. Also das war im Grunde genommen Open Range Szenario rund um Corona im Februar, März 2020. Das ist eigentlich jetzt nichts Brisantes. Und wir arbeiten jetzt gerne aber, offensichtlich auch in sozialen Medien, mit absoluten Zahlen. Nicht nur in sozialen Medien, da sowieso, aber auch in den medialen Berichterstattung, Finanzberichterstattung. Wir arbeiten gerne mit absoluten Zahlen, sehen die Märkte hier in großen Turbulenzen und mehrere hundert Punkte im Minus. Naja, aber nochmal, wir reden jetzt einfach mal von einem Indexstand von über 30.000 Punkten. Da sind 1.000 Punkte Korrektur etwas mehr als 3%. Also das hört sich einerseits zwar viel an, aber andererseits ist das halt eine Schwankung, wo ich halt sage, jetzt wird es mal ein bisschen windiger am Markt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier den großen Kollaps oder den großen Crash eben sehe. Aber daraus wirkt dann natürlich auch, das birgt durchaus Potenzial, weil wir nämlich dann wiederum auch uns klar machen müssen, der Retail-Bereich, jetzt nicht bezogen auf den Dow Jones ausschließlich, auch im Bezug auf den S&P oder auf den Nasdaq, der Retail-Bereich hat unglaubliche Kapitalzuflüsse oder einen unglaublichen Einfluss auch auf die Märkte gewonnen im Laufe der letzten Monate, seit Corona im übertragenen Sinne. Und nun ja, Fakt ist einfach mal, Privatanleger sind einfach mal um ein Vielfaches emotionaler und recht zügig dann auch dabei, hier eventuell Panik zu bekommen. Und da birgt das natürlich einiges an Gefahr. Wir erinnern uns mal dran. Also wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht von Höchstchen auf Schöckchen komme. Aber wenn ich mir jetzt den ARK Innovation ETF von Katie Woods angucke, die übrigens immer noch sehr, sehr solide performt, weil die hat natürlich auch eine entsprechende Exposure, dann zum Beispiel in Tesla. Tesla ist aktuell wirklich a class of its own, also die spielen in einer eigenen Liga gefühlt, also ausgehend von der relativen Stärke, die wir dort sehen. Aber nun ja, das kann sich auch brisant und relativ, also stellt sich brisant dar und kann sich zügig ändern. Warum? Weil einfach mal die Kapitalzuflüsse, die Katie Wood gesehen hat, das ist jetzt hier abgeschnitten, aber wir kommen von sehr, sehr viel weiter links unten in Anführungsstrichen. Massive Kapitalzuflüsse gesehen, ist der immer noch aktiv größte ETF, den es gibt. So, und nun, wir wissen, diese Größe, das ist durchaus Hot Money, die da reingeflossen ist. Also heißes Geld, das ist Retail Inflows, die da größtenteils stattgefunden haben. Und wenn die jetzt plötzlich emotional werden, weil sie einfach mal in absoluten Punkten, in Anführungsstrichen, denken und nicht in Relationen, also in relativen Aspekten, in prozentual sich das betrachten, sagen, um Gottes Willen, der Dow Jones 1.000 Punkte minus und gar nicht sehen, dass das eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein ist, dann kann man recht zügig in solch einem entsprechenden emotionalen Umfeld Kapitalabflüsse sehen, die dann sich zügig beginnen aufzutürmen und eine Panik initiieren, die eben unter normalen Umständen, in Anführungsstrichen, oder weniger Retail getrieben, weniger leveraged oder Fremdkapital fußend vielleicht auch eben im Markt entsprechend unterwegs sind. Und das ist eben durchaus eine Cocktail, der relativ zügig eine Brisanz oder eine Explosionsgefahr birgt, die derzeit von vielen eventuell gar nicht gesehen wird. Und demnach sind dann selbst diese aktuell kleinen Abschläge zügig in der Lage, sich zu dickeren Scheiben zu ergeben, um bei diesem Salami-Crash-Szenario zu bleiben. Also das war so scheibchenweise, die Bewegung beschleunigte sich kontinuierlich, im S&P ist es dann an dieser Stelle und wir sahen eben Abschläge, wo ich dann mir auch dachte, das ist ein kontrollierter Crash, in Anführungsstrichen, den man da herbeiführt. Wir wissen an der Stelle 2,5-3%, da haben wir 6 oder 7 Tage von 7 oder 8 Tagen eben negativ geschlossen, aber eben auch nur 3% unterhalb der Allzeithochs notiert. Aber jetzt bewegen wir uns halt durchaus in einen Bereich, wo es dann vielleicht dann schon beginnt, emotionaler zu werden und wo sich infolgedessen beginnt, Abgabedruck auch aus der Retail-Perspektive dann eben auf den Markt zu ergießen. Und dann hast du eben in Verbindung mit dem Fed-Taper, in Verbindung mit dem, was im Evergrande passiert und den Kapitalabflüssen seitens des Privatanlegerbereichs,
hier eventuell und diesen Panikmodus hast du eben eine Brisanz, die sich dann zügig eben deutlich in Abschlägen eben widerspiegeln könnte. Und sobald wir im Falle des S&Ps dann hier unter diesem Bereich, das sind ungefähr die August-Tiefs, das ist der Bereich 4.350 Punkte rutschen, haben wir auch zügig dann weiteres Abschlagspotenzial. Also wir sind jetzt sehr deutlich aus diesem Aufwärtstrendkanal ausgebrochen, das können wir hier erkennen. Ja, also das ist deutlich erkennbar. Die 4.500er Marke konnte nicht zurückerobert werden. Wir sind hier rübergerollt gegen diesen Bereich und dann beschleunigte sich die Bewegung einfach in den letzten Wochenschluss hinein und jetzt erst recht mit anziehender Volatilität. Und sobald wir unter 4.350 rutschen, ist dann auch im Hinblick auf den S&P relativ zügig mit weiterem Abgabedruck zu rechnen, der uns nochmal 150 Punkte vielleicht, 100, 150 Punkte korrigieren lässt. Bereich dann sind es hier die Juli-Tiefs. Da sind wir dann in Gefilden um 4.200 Punkte unterwegs. Aus dem Aufwärtstrendkanal definitiv ausgebrochen. Das wird alles nicht in einer Bewegung stattfinden, aber wir müssen uns natürlich vor Augen führen, wir haben selbst dann noch nicht ausgehend von diesen Niveaus hier dramatische Abschläge gesehen, denn selbst dann sind wir noch unterhalb von 10% Korrektur. Die letzte 10% Korrektur im S&P, ich weiß gar nicht, wie viele Monate die her ist, aber also jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal in Gefilde vorgestoßen, wo wir sagen, das sind jetzt Abschläge, da gehen wir jetzt in der Größenordnung von etwa 5% zu sprechen. Das ist das erste Mal seit über 200 Handelstagen, dass solch eine Korrektur sich hier darstellt. Auch jetzt bis hierhin noch keine dramatische Entwicklung, aber es beginnt sich halt wie so eine Lawine langsam aufzutürmen. Und ich mache das deswegen auch so bildlich gesprochen zum Thema, weil es natürlich dann auch mal zeigt, jetzt wird der eine oder andere vielleicht schon wieder hebelig und sagt, buy the dip. Ne? Also das heißt, eigentlich sind wir jetzt in Gefilde vorgestoßen, wo wir sagen, das sind ja durchaus schon wieder attraktive Niveaus, wo ich mir vorstellen könnte, den S&P Long zu traden. Und das bleibt auch ein Thema, solange wir eben hier oberhalb von, in dem Fall 4.370, 4.350 eben handeln. Aber just in jenem Moment, wo wir unter diesem Bereich rutschen und unterhalb uns dieses Niveaus eben stabilisieren, kann es dann auch relativ zügig zu einem richtigen Flashout eben erstmal kommen. Und wir können innerhalb weniger Tage, Querstrich, vielleicht sogar Stunden dann an der Stelle, einen richtig starken Abgabedruck eben sehen, der sich nochmal befeuert sieht durch dann jetzt das nächste potenziell global makroökonomisch anstehende Event, nämlich die FED-Sitzung, eben, die da am Mittwoch eben in den Mittelpunkt des Geschehens rückt. Lange Rede, kurzer Sinn, 4.350, Key-Level, solange wir drüber handeln, Bounce-Potenzial, dann müssen wir mal schauen, wie weit Bounce-Potenzial an der Stelle eben gefasst ist. 4.440, 4.450 an der Stelle eben ein Rücksetzer gegen diesen Bereich. Sobald wir drüber runterschließen, haben wir zwar auch ein Bounce-Potenzial, aber da würde ich dann eher auf die Devise dann gehen, und zwar Sell the Bounce. Also das heißt, ich zeichne das mal ein. Wir sind deutlicher dann an der Stelle. Zack. So, Moment. Also, wir sehen einen kurzen Flush unter die 4.350, dann gibt es vielleicht einen Bounce. Da müssen wir mal gucken, ob wir denn hier die 4.440, ob wir die zurückerobern können. Falls wir dann die 4.400 halten können, sehen wir vielleicht solch einen Verlauf. Zack, hier ist ein Fall. So. Oder wir brechen diesen Bereich um 4.350, bouncen dann, weil wir recht stark überdehnt uns darstellen, schon das Risikoverhältnis technisches unattraktiver wird, aber wir erreichen eben nicht mehr die 400, also rollen dann hier über und dann geht es in Richtung der 4.200er Region eben tatsächlich. Und dieses Verlaufsszenario, was ich gerade jetzt hier für den S&P eingezeichnet habe, das ist das Szenario, was ich dann eben im Hinblick auf den DAX durchaus als brisant erachte, weil nämlich dieser kurze Flush auf der Unterseite durch die relative Schwäche, die der DAX in der jüngeren Vergangenheit schon gezeigt hat und dann auch durch sein Überschießungspotenzial, was den DAX dann auch relativ zügig tatsächlich unter die 15.000er Marke jedenfalls befördern könnte, wo wir dann allerdings abwarten müssten, wie wir uns da präsentieren. Also kurzer Flash unter die 15 und dann scharfe Gegenbewegung, infolge auch einer sich geldpolitisch wieder freundlich zeigenden FED und dergleichen. Wir haben alles im Griff und so weiter. Entsprechende Kommunikation, wir haben Evergrande auf dem Schirm. Wenn es da zu Turbulenzen kommt, unsere Banken sind gut kapitalisiert, keinerlei Verflechtung ausgehend von den Vorlagen. Alles, was in diese Richtung geht, was die Situation unter Kontrolle, also das zeigt, dass die FED die Situation in Anführungsstrichen unter Kontrolle hat, ist dann in der Lage, wieder so ein potenzielles V nach sich zu ziehen. Aber das ist nochmal durch die Entwicklung, die in China eben derzeit stattfinden, auch die Komplexität, die eben deutlich zunimmt, Stichwort Oligarchen, chinesische Regierung und dergleichen, eben durchaus etwas, was mit Sorge berücksichtigt werden sollte, was dann tradingtechnisch kurzfristig interessant wird, aber längerfristig dann die Frage aufwirft, ist das wirklich schon ein Chance-Risiko-Verhältnis technisch attraktives Niveau, und da bekommen wir jetzt, ich denke, dann in den kommenden Tagen auf jeden Fall eine klarere Richtung eben tatsächlich dann seitens der FED auch vorgegeben. So, ja, das also zum S&P, zum Nasdaq. Ich schaue mal ganz kurz in die Chatbox.
Okay, sehr schön. Also, wenn ihr Fragen haben solltet, stellt diese gerne in die Chatbox. Wir blicken auf DAX, haben wir jetzt, S&P haben wir, Dow haben wir auch einen kurzen Blick geworfen, wenn auch in absoluten Zahlen, aber das Key Level oder die Key Niveaus, die wollen wir ausgehen vom S&P zum Thema machen. Ganz kurz vielleicht noch ein finaler Blick hier auf den Nasdaq. Der läuft natürlich jetzt auch in eine brisante Region, weil wir haben hier eine potenzielle Kreuzunterstützung. Könnte Chance-Risiko-Verhältnis technisch extrem interessant werden, wo wir sagen könnten, also wenn wir uns jetzt hier auf einer Jahresendrallye positionieren wollten und wenn wir an der Stelle das jetzt als Mini, ich sag mal als Sturm im Wasserglas vielleicht so betrachten, dann haben wir natürlich im Tech-Bereich potenzielle Outperformer in den Jahresschluss hinein ins vierte Quartal, wo wir natürlich jetzt eine Region anlaufen hier um 15.100, 150 Punkte, auch diese Trendlinie, die sich hier herauskristallisiert hat, da wird es natürlich extrem interessant, sich long zu positionieren, weil wir gegen diesen Bereich natürlich dann hier einen Bounce haben innerhalb kürzester Zeit mit 15.7 als Ziel, 16.000 darüber. Also eine ganz, ganz brisante Region, interessant für aus Chance-Risiko-Verhältnis technischer Sicht. Wir sind verhältnismäßig überdehnt, wie wir uns darstellen. Also das heißt, ein Szenario wäre jetzt, wir sagen, wir versuchen gegen diesen Bereich uns long zu positionieren. Wir wissen ja auch, wo wir falsch sind, in Anführungsstrichen. Ich würde mal sagen, mit Bruch dieser Trendlinie, das heißt also mit Bruch unter 15.000 Punkte, könnte man wahrscheinlich sagen, da wäre dann nochmal tieferes Abschlagspotenzial bis Richtung 14.5, vielleicht sogar ein Fall aus diesem Aufwärtstrendkanal denkbar. Und wir haben relativ zügig eigentlich gegen diesen Bereich durchaus dann Bounce-Potenzial, 15.100, 150 Punkte. Und sobald wir dann hier im Gefilde um 15.4 vorgestoßen sind, haben wir unser Risiko. Wenn wir gegen die 15.000er Region, 14.9, 15.000er Region riskieren, haben wir verdient, ziehen unseren Stop auf Break-Even und sagen dann einfach so, jetzt gucken wir mal. Vielleicht rollen wir über und brechen wirklich dann tiefer und es kommt ein turbulenteres Umfeld. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht kommt nämlich dann hier erneut so ein V-Szenario in Anführungsstrichen, so ähnlich wie wir das ja in jüngerer Vergangenheit schon häufiger gesehen haben. Stichwort Juli, Stichwort hier im August. Naja, und wenn wir diesen Bereich dann eben hier halten können um 15.000 Punkte, wo wir unseren Stop haben und dann eben zügig wieder anziehen, dann kriegen wir vielleicht jetzt auch nochmal so ein V-Szenario zu sehen. Nur mit dem entscheidenden Unterschied, dass wir uns dann aus einer sehr, sehr komfortablen Situation bewegen zeigen, nämlich wir haben gegen einen klar auszumachenden Bereich, haben wir hier gehandelt, riskiert gegen diese Trendlinie und sagen dann einfach nur, und jetzt schauen wir mal, ob diese Bewegung sich eventuell in der näheren Zukunft eben fortschreibt. Entsprechend eben die Situation sich rund um Evergrande, rund um dann auch die Fed in Bezug auf den Taper und dergleichen wieder günstiger darstellt für den Tech-Sektor und dann entsprechend eben hier sich vielleicht diese Jahresendrallye mit Lauf in Richtung und über Eroberung der 16.000er-Region eben darstellt. Und dann wir in diesem Zusammenhang eben hier ausgehend von diesen Gefilden ebenfalls jetzt von versuchen, solch einem V zu profitieren, nur mit einem ganz, ganz entscheidenden Unterschied. Die Vs, die sich im Juli gezeigt haben oder auch hier im August gezeigt haben, die Vs, da stand ja noch aus. Was bewegt uns denn dann in Jackson Hole und wie stellt sich die Situation denn dann im Hinblick auf dann die weitere geldpolitische Haltung der Fed dar? Und in dem Fall wüssten wir dann hier jetzt konkret, eigentlich hat die Fed zwar einerseits angedeutet, ja, es wird ein Taper geben, aber er wird sich nicht so aggressiv darstellen, dass es eben in irgendeiner Form stärkeren Drop hier im Tech-Bereich eben rechtfertigt. Und genau hier haben wir dann auch aus globaler makroökonomischer Perspektive, neben einer charttechnisch sehr sauberen und attraktiven Chance-Risiko-Verhältnistechnischen Betrachtung, eben auch alle Zeichen dann auf grün gestellt, saisonal sowieso, die dann eben hier Jahresendrallye und einen Lauf in Richtung der 16.000er-Region eben denkbar werden lassen. Also das ist auf jeden Fall jetzt hier, finde ich, eine sehr, sehr interessante Region. Man sieht auch übrigens, also einerseits habe ich zwar diese Entwicklung in China auf dem Schirm und sehe das Risiko für eine anziehende Volatilität. Andererseits ist es aber eben auch so, dass diese Region charttechnisch und auch der jüngere Verlauf deutlich eigentlich in die Richtung gehen, dass man sagt, eigentlich sind die Vorzeichen eher günstig. Und das sind jetzt derzeit eher attraktive Niveaus. Und selbst wenn es dann zu dem Break kommt und ich dann eine Reevaluierung vornehmen müsste, ist es dennoch so, dass ich kurzfristig jedenfalls denke, man könnte sich schon long positionieren, mal gucken, so einen Testballon starten lassen. Und hat dann relativ zügig eigentlich aber auch sein Risiko verdient, hat eigentlich nur wenig bis, ja,
bis gar nichts, das will ich nicht sagen, aber wenig riskiert an der Stelle, kriegt dann das entsprechende Feedback und dann lässt man den Markt im Grunde genommen machen und der Markt gibt dann die Richtung vor. Entweder Break höher oder überrollen, Break tiefer, aber dann eben mit kleinem Verlust bis eventuell sogar gar keinem Verlust, weil man bis dahin eben dann eben sein Stop-off schon auf Break-Even nachgezogen hat. So, ja, das also noch in dem Zusammenhang hier auf den Nasdaq. Kurzer Blick auf Gold. Hat sich alles andere als Positives über Nacht präsentiert. Also auch hier, was wir zu sehen bekommen, das ist etwas, das unterstreicht eher nochmal diesen skeptischen Gedanken übrigens. Das ist ein klassisches Deleveraging, was hier stattfindet. Nachfrage nach US-Dollar, die stattfindet. Ich denke, früher oder später wird es hier wahrscheinlich dann auch, sollte dann eine geldpolitische Unterstützung stattfinden, seitens der Fed oder auch seitens dann erstmal der chinesischen Notenbank, könnte dann dazu führen, dass es hier zu einem sehr, sehr starken Reaktion eben kommt, ähnlich zu dem, was wir im letzten Jahr ja zu sehen bekommen haben, infolge dann der geldpolitischen Lockerungen auf Corona, die damaligen Unsicherheiten und dergleichen. Aber danach gab es da zunächst einmal eine Flashout auf der Unterseite, bevor es dann zu dieser massiven Rallye eben kam, wo es dann aber auch hier diese Konsolidierung eben, diesen Gefilden eben gab, um 1700 ungefähr ist es. Aber kommen wir in dieser Konstellation ganz kurz mal auf die jetzt jüngsten Entwicklungen hier zu sprechen. Also wir haben diesen Drop gesehen unter die 1780, getriggert durch Retail-Sales-Zahlen, Einzelhandelsumsätze, die deutlich positiver als erwartet waren, Taper-Spekulationen eher befeuert haben. Nun ist es so, dass das beginnt allerdings so ein bisschen ins Hintertreffen zu rücken und wir dann eben dennoch Abgabedruck in Gold sehen, eher wahrscheinlich begünstigt durch die Erwartung, dass man sagt, wenn sich hier diese Entwicklung rund um Evergrande weiter verselbstständigen darstellen, dann brauchen wir Liquidität, dann fragen wir besonders eben klassisch liquide Häfen wie beispielsweise dann besonders den US-Dollar eben nach. Infolgedessen dann eben Gold sich jetzt derart schwach hier präsentiert. Der Bounce zumindest hier zurück in Richtung der 1775-87er Region, der in Anführungsstrichen veränderte dann am Freitag. Und wir sehen jetzt diesen entsprechenden Überrollen, auch den relativ schwachen Wochenschluss im Bereich der Wochentiefs. Sehen jetzt zunächst noch einmal einen kurzen Flush unter diese Vorwochentiefs. Jetzt eine recht starke Gegenbewegung. Dieser Flush drunter, nochmal Deleveraging potenziell. Nachfrage nach sicheren Häfen wie den US-Dollar. Jetzt beginnt sich auch Gold einigermaßen stark zu präsentieren, aber wir haben definitiv eigentlich erst eine Aufhellung hier zu sehen für Gold aus rein technischer Perspektive, wenn wir über 770 laufen, beziehungsweise eigentlich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich will eigentlich eher den Schluss oberhalb von 87 zu sehen bekommen. Wenn der nicht stattfindet, ist hier ein ernsthaftes Risiko noch einmal gegeben aus rein technischer Perspektive, dass wir diese Flash Crash Tiefs anlaufen, also die 1680er Region noch einmal anlaufen. Es ändert sich aber grundsätzlich nichts im Hinblick eben auf Gold als sicheren Hafen. Und dann, wenn sich hier beginnt, das Bild deutlicher einzutrüben, eventuell sogar, wenn es dieses ja, für die Goldbullen wahrscheinlich Horror-Szenario gibt, dass wir nochmal in Richtung der 1680er Region laufen, da würde ich dann schon wieder sehr, sehr aufmerksam werden. Ich könnte mir vorstellen, das könnte vielleicht sogar ein ultra attraktiver Einstieg sein, ähnlich dann auch wie im Nasdaq dann. Also ich sage, alles im Bereich 6,80, 6,50 ungefähr hier, das dürfte so viel Unsicherheit, also implizieren auf breiter Front innerhalb des Marktes, auch dann seitens dann der Goldbullen, dass das aus sentimenttechnischer Perspektive wahrscheinlich ein super attraktiver, längerfristiger Bereich auch ist, den wir dann lange, lange Zeit nicht mehr anlaufen, sondern eher mit einer Rallye garniert sehen, dann auch in den Jahresschluss hinein, der uns in Richtung der 1970er Jahreshochs bzw. 2000er Region führt, das vielleicht sogar relativ schnell sogar geht, tatsächlich. Also, was ich gerade jetzt hier sprachlich gesagt habe, ich muss mal ganz kurz hier einzeichnen. Also, wo ich sage, wenn es jetzt hier nicht gelingt, die 87 zurückzuerobern, sondern wir eher nach unten flaschen, dann gibt es eventuell einen relativ zügigen, scharfen Push auf der Unterseite. Zeitgleich mit starker Nachfrage nach dem US-Dollar. Vielleicht ein ähnliches Szenario, wie wir es letztes Jahr gesehen haben mit Corona. In dem Fall ist es dann eben, ich nehme mal jetzt der Evergrande-Moment, vielleicht Lehman Brothers, Spillover auf die globalen Finanzmärkte, Risk-Off. Das ist auch dann sicherlich ein Szenario, was vielleicht sogar nicht nur im Hinblick auf den DAX den deutlichen Drop unter die 15.000 Ziel 14, vielleicht sogar 13.000 Punkte nach sich zieht, sondern vielleicht auch im S&P dann implizieren würde, dass wir sogar unter die 4.000er-Marke rutschen. Soweit will ich aber derzeit tatsächlich noch nicht gehen. Aber wenn es so käme, dann wäre das hier so eine Region 1000, ich sag mal 650 bis 70,
ungefähr. So diesen Bereich, den ich mir vorstellen könnte, der dann extrem attraktiv wird. Besonders wenn wir ihn schnell anlaufen. Also ich hätte da vielleicht sogar schon ein Fischlimit liegen, also Abfischlimit in Anführungsstrichen 660 vielleicht, sagen würde, dass das wäre ein Bereich auf einen ähnlichen Flash Crash Verlauf, wie wir ihn hier zu sehen bekommen haben. Da könnte ich mir vorstellen, das könnte sehr, sehr attraktiv sein, auch Chance-Risiko-Verhältnis technischer Perspektive, wo ich dann nämlich ähnliche Entwicklungen erwarten würde wie dann auf Corona. Also auf diese Intervention, geldpolitische Intervention, mir das dann vorstellen könnte, dass es dann eben diese scharfe Gegenbewegung geben sollte, sofern also dieses Szenario ist aktiv, sofern es nicht gelingt, jetzt zügig die 87er-Region eben zu erobern. Was ich nicht sehen wollte, wäre so ein Hindriften in diesem Bereich, sondern ich möchte wirklich sehen, klack, klack, also ein kurzes Reinflaschen und dann eben den Schub sofort zurück. Das wäre das Szenario, was ich gerne hätte in dem Zusammenhang. Was ich nicht sehen wollte, wäre jetzt so ein Überrollen und Driften in diese Gefilde, weil dann nämlich die Gefahr besteht, dass es dann nochmal auch dieses Flash-Szenario gibt, aber dieses Flash-Szenario sich deutlich aggressiver darstellt und dann vielleicht wir sogar bis in Gefilde hier um 1600 Dollar laufen oder nochmal sogar tiefer. Ist nicht schwer vorstellbar, aber dennoch etwas, was ich gerne vermieden sehen wollen würde. Also ich würde gerne dieses Flash-Szenario sehen, Sie das zack, zack, in diesen Bereich, sollte es denn dazu kommen, was unwahrscheinlicher wird, sobald wir oberhalb von 1780 US-Dollar pro Fein Unze eben schließen würden, Tagesschluss eben zu sehen bekommen. So, starke US-Dollar, folgerichtig. Sehen wir auch im Euro-US-Dollar genau dieses Szenario, was ich ja schon seit langer Zeit zeichne. Ich hatte ja gesagt, irgendwie, ich tue mich sehr schwer in Bezug auf den Euro. Überrollen gegen die 1,19, als wir dann eben hier unter 1850 fielen und die nicht haben zurückerobern können. Da sagte ich, glaube ich, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir nochmal Richtung 1750, vielleicht sogar Richtung der 17er-Region setzen. Die derzeitige Goldschwäche ist primär getrieben, sicherlich durch die US-Dollar-Stärke. Also global makroökonomisch ist aus der Perspektive, auch Stichwort Zins, Realverzinsung und dergleichen, das hat recht wenig mit dem Ausblick für Gold hier an dieser Stelle zu tun. Das ist derzeit eben die US-Dollar-Stärke, was dann auch sich sehr, sehr deutlich eben widerspiegeln dürfte. Das ist für uns halt auch interessant. Wir schauen jetzt in dem Fall zum Beispiel auf Gold, dieses Szenario, was ich hier zeichne, 6,50, 6,70, das ist halt Gold in US-Dollar gepreist. Also das heißt, für jemanden, der vielleicht jetzt das weniger spekulativ betrachtet, sondern vielleicht eher aus der Perspektive betrachtet, sich abzusichern, dich in irgendeiner Form skeptisch zeigt in Bezug auf die politischen Entwicklungen, die hier stattfinden, wirtschaftlichen Entwicklungen, der eben in Anführungsstrichen sicheren Hafen sucht. Für den ist tatsächlich dieses Szenario hier tatsächlich nur sekundär interessant, weil es nämlich korrespondiert mit eben einer US-Dollar-Stärke, allerdings zeitgleich ja der Euro zum US-Dollar abnimmt. Also anders formuliert, wenn ich jetzt in Papiergold investiere, aber Gold in Euro kaufe und nicht in US-Dollar, dann sehe ich derzeit eben nicht diese massiven Abschläge, die wir derzeit in Gold sehen, sondern sehe eigentlich eine verhältnismäßig solide Performance, sogar eventuell sogar eine Zunahme meines Gold-Investments, jedenfalls in Euro gepreist. Also diese Cross-Betrachtung, die macht an der Stelle durchaus Sinn und sollte eventuell auch eine Rolle spielen, wenn ich überlege, hier einen Hedge auf den Weg zu bringen. Wie gesagt, ich würde natürlich gerne sehen, dass Gold nicht nur gegenüber dem Euro gut performt, sondern auch gegenüber dem US-Dollar, weil es dann nämlich ganz besonders bedeuten würde, dass mein Investment in Anführungsstrichen oder mein Hedge wirklich an Wert gewinnt. Aber dieser Aspekt, der ist durchaus etwas, der für oder aus reiner psychologischen Perspektive auf jeden Fall eine Rolle spielen sollte. Also wenn jemand jetzt nämlich sagt, boah, guck mal, wie schwach Gold performt, das stimmt ja nur bedingt. Also die schwache Performance von Gold gegenüber dem US-Dollar, die ist auszumachen, aber sie ist nicht derart schwach, wenn wir uns die Performance von Gold in Relation zum Euro beispielsweise eben betrachten. Das sollten wir durchaus so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wenn der Grundgedanke eben jener ist, dass man sich in irgendeiner Form auf ein turbulenteres Umfeld eben plant vorzubereiten, weniger aus spekulativer, trading-technischer Perspektive, sondern eher vielleicht aus rein physischer Perspektive. Und dann entsprechend. Also 1,17, wie gesagt, der Bereich, in den wir jetzt hier vorstoßen. Nächster potenzieller Halt ist die 1,16er Region. Ich hatte ja schon seit geraumer Zeit gesagt, ich denke eher sogar, dass wir hier uns über kurz oder lang mit einem Euro im Bereich um 1,10 beziehungsweise sogar tiefer anfreunden sollten. Das hatte ich schon vor 2, 3 Monaten, glaube ich, mal gesagt. Und das war allerdings eine Betrachtung für die nächsten 12 Monate. Also das, was wir jetzt hier sehen, das ist auch durchaus
ehrlich gesprochen aus der politischen Perspektive nachvollziehbar im Hinblick auf das, was uns hier in Deutschland in Anführungsstrichen blüht, politisch, Stichwort Rot-Rot-Grün, beziehungsweise auch den geldpolitischen Exzess, den die EZB ja immer weiter vorantreibt, die anziehende Inflation, dieses irgendwie Relativierende, was man dort irgendwie in Bezug eben auf die Nachhaltigkeit dieser inflationären Entwicklung eben kommuniziert, allerdings die das Unausweichliche im Grunde genommen eben weil auch nicht mehr in der Lage ist zu kaschieren vor dem Hintergrund nämlich dieser weiter voranschreitenden Ausdehnung der EZB-Bilanz bei zeitgleich eben einer eher durchwachsenen Entwicklung im Hinblick eben auf das BIP beispielsweise, wo wir einfach kontinuierlich immer mehr Geld sehen, was jetzt in Umlauf gebracht wird, was sich dann auch in anziehender Inflation bemerkbar macht, zeitgleich aber nicht der Wirtschaftsleistung oder nicht dem Wirtschaftswachstum mehr im Stand oder zeitgleich dieser Entwicklung eben Schritt hält. Und eben dann aus dieser Perspektive eher davon auszugehen ist, dass der Euro weiter auf breiter Front wahrscheinlich einen deutlichen Abgabedruck sehen dürfte. Also, sprich, auch hier erstmal global makroökonomisch ist das jetzt die Entwicklung, die ich erwarten würde. Trading-technisch 16er Region ist durchaus realistisch, sobald wir unterhalb von 1,17 schließen, beziehungsweise sogar hier diesen Bereich um 16,16 unterschreiten. Allerdings muss das noch nicht das Ende sein. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht der Beginn einer langgezogenen Trendbewegung ist, die uns über die kommenden Monate, wie gesagt, 12 bis 18 Monate in Richtung 1,10 drunter führt, beziehungsweise sogar dann diese Gefilde hier um 1,06 und tiefer eben dann laufen lässt, also dass da vielleicht sogar die Parität ein Thema wird. Es wird der ein oder andere sich sagen, boah, vor dem Hintergrund der niedrigen Volatilität, also es ist eine ganz lange Betrachtung, aber das, was sich jetzt hier beginnt, mehr und mehr zu zeigen, fügt sich halt in das übergeordnete Bild, wie ich es für den Euro grundsätzlich, aber auch für die politische Entwicklung oder auch der globalen makroökonomischen Perspektive eben skizziere, eben deutlich ein. Und für den Euro sieht es nicht gut aus. Also das sage ich ganz ehrlich und mit vollem auch Bewusstsein dessen, wie die Situation darstellt. Nicht, dass der US-Dollar irgendwie einen ähnlich günstigen Ausblick hat, aber vor dem Hintergrund dessen, wie sich eben die Fed-Bilanz in Relation zum US-BIP darstellt oder auch vor dem Hintergrund des Weltreservestatus eben des US-Dollars, ist in Anführungsstrichen der Euro potenziell auf die Zielgerade eventuell eingebogen. Wirft da natürlich auch die Frage auf, naja, wenn das für den Euro so schlecht aussieht, wie sieht es denn eigentlich dann für Kryptos aus? Auch hier wir sehen zunehmend eigentlich eine Risikoaversion, die sich herauskristallisiert. Und während ich weiterhin eigentlich für dann auch Krypto alles in allem sehr positiv bin, bewegen wir uns auch hier ein ziemlich brisante Gefilde langsam im Hinblick eben auf Bitcoin eben hin. Wir bewegen uns in Richtung brisanter Niveaus für Bitcoin. Das ist ungefähr so im Bereich 43.500, 43.800 US-Dollar, Pi mal Daumen. Wir sehen, wir haben hier wirklich Schwierigkeiten, da nochmal diesen Bereich jetzt um die Hochs anzulaufen. Wir hatten alles in allem, hatten wir ja eine sehr, sehr bullische Performance, aber das ist jetzt durchaus ein Schlüsselbereich, in dem wir hier vorstoßen, beziehungsweise darunter wird das dann vielleicht nochmal etwas brisanter. Also kurzfristig auf jeden Fall diese Region 43,5 bis 43,8, diesen Bereich, in dem wir jetzt hier vorstoßen. Wenn wir diesen nicht halten können im Bitcoin, ist realistisch nochmal davon auszugehen, dass wir in Richtung mindestens psychologisch rund gesprochen die 40.000er Region anlaufen. Und wenn wir unter die droppen, dann sehe ich eigentlich bis 30.000 keinen wirklichen Support mehr. Das ist jetzt allerdings weniger eigentlich fundamental gerechtfertigt, ehrlich gesprochen. Also jetzt bezogen eben auf die Erwartungshaltung in Bezug besonders auf den Euro und die Frage eben nach der Nachhaltigkeit dieses geldpolitischen Exzesses, als vielmehr eigentlich eher auch dem Umstand geschuldet, dass wir einfach mal in ein Risk-Off-Marktumfeld laufen und vieles dieser Bewegung eben weniger fundamental von starken Händen oder vom institutionellen Handel getragen wurde, sondern primär eben von besonders spekulativer Nachfrage aus Privatanlegerbereich. Also sprich etwas anders formuliert, sobald die in Anführungsstrichen nasse Füße bekommen oder Liquiditätsengpässe vorfinden, werden die sich eben von ihren Bitcoin-Holdings eher trennen, als es eben der institutionelle Handel tut. Sprich, würde dann eben diesen Drop in Richtung der 40.000 und darunter eben befeuern können. Und das ist durchaus etwas, was ebenfalls durchaus brisant eben dann sein könnte, denn wir müssen uns eben auch für Augen führen, die Verflechtungen hier
sind durchaus erkennbar. Das Kryptobereichs und dann auch der spekulativen Nachfrage im Aktienbereich. Stichwort Retail Trader und das, was wir eben jetzt hier rund um Evergrande vielleicht sehen, was dann eben durchaus Emotionen triggert, die dann übergeordnet eben dann sich auch früher oder später im Privatanlegerbereich zeigen. Denn ich habe eher das Gefühl, dass vor dem Hintergrund dessen, wie man die Situation so ein bisschen beobachten kann, die Kommunikation rund um Krypto, dass man eher sich von spekulativen Engagements im Aktienbereich trennt, als man erstmal seine Bitcoin-Holdings eben abstößt. Das ist eigentlich etwas, was jetzt komplett dem widerspricht, was ich gerade hier skizziert habe, dieses eher bärische Bild. Aber es könnte durchaus sein, dass das dann früher oder später eben zu einem sich selbst beschleunigenden Prozess wird oder Entwicklung eben führt. Also einerseits, dass wir zwar sehen, dass sich Aktien erstmals stärker bärisch präsentieren, als es der Kryptobereich tut, aber früher oder später sich das nicht mehr vom Kryptobereich eben dann dem entziehen kann, dieser Entwicklung, also der Kryptobereich sich nicht dieser Entwicklung entziehen kann und dann eben, nachdem sich die Aktien stärker unter Druck präsentieren, dann auch der Kryptobereich in Anführungsstrichen hinterher springt, in Anführungsstrichen, und es dann eben zu diesem bärischen Verlauf, in dem Fall stellvertretend jetzt hier für Bitcoin eben kommt, dem Drop unter die 43,5, 43,8, 40 und darunter eben dann sogar der 30.000er Bereich anläuft. Ich will es jetzt noch nicht beschreien, aber diese Entwicklung hier sieht aus jeden Fall aus rein technischer Perspektive alles andere als optimal aus. Würde allerdings ad acta gelegt werden, just in jenem Moment, wo wir zurück über die 48.000 laufen. Also sobald es hier zum Verteidigen dieses Bereiches reicht, 43,5, 43,8, wir aufdrehen und dann über 48 laufen, wäre dieses bärische Szenario, was ich gerade hier skizziert habe, erstmal wieder hinfällig. So, ja. Und das wäre es alles in allem tatsächlich meinerseits soweit erstmal zum Wochenstart gewesen. Also äußerst, äußerst brisant. Nicht, dass es überraschend käme. Der DAX, eins steht fest: keinerlei Willingness, also Versuch in irgendeiner Form eine Gegenbewegung anzulaufen. Erinnert euch mal daran, wenn ich bärische Szenarien skizziere, besonders nach einer sehr schwachen Eröffnung der europäischen Märkte, dann ist es nicht selten so, dass ich sage: Jetzt konsolidieren wir seitwärts. Also erstmal ich nenne sie jetzt mal horizontale Konsolidierung und dann nochmal Leg Lower. In der jüngeren Vergangenheit war es nicht selten so, dass diese horizontale Konsolidierung sich gar nicht dargestellt hat, sondern wir gleich erstmal so ein in Anführungsstrichen V skizziert hatten und dann sofort eben die Gegenbewegung initiiert hatten. Und es von diesem dann Abgabedruck in den US-Märkten eben erstmal, dass es diesen nicht gegeben hat. Heute sieht das erstmal anders aus. Also, wir haben jetzt nochmal 4 Stunden bis zur US-Eröffnung. Mal schauen, ob es bis dahin zu einer Konsolidierung hier unterhalb des EMA 50 kommt. Aber das ist schon extrem schwach, was wir hier sehen. Also, wir müssen uns immer vor Augen führen, wir notieren schon deutlich 2% im Minus für den Tag. Und wir sehen keinerlei Gegenbewegung. Und das ist etwas, das ist eine Änderung. Das ist ich würde das jetzt im Equities-Bereich, wenn ich das jetzt thematisiert, innerhalb solch eines Tutorials, wie ich immer mache, würde ich das als Change a Character bezeichnen. Also das, was wir derzeit hier zu sehen bekommen, entspricht nicht dem, wie wir es in der jüngeren Vergangenheit, in den letzten Monaten, 3, 4 Monaten zu sehen bekommen haben, dass es da entsprechend eben diese Gegenbewegung nach einem kurzen Push kam, also sofort dieser Dip gekauft wurde. Und demnach schauen wir mal. Also das ist zu tiefst beunruhigend, ehrlich gesagt, für die Bullen, was wir hier sehen, auch vor dem Hintergrund dieser technischen Brisanz der 370, 350er Region im S&P. Sobald wir drunter fallen, dann muss uns die Fed in Anführungsstrichen erstmal retten. Andernfalls geht es nochmal ein paar Prozente eben down hier im S&P. Wie gesagt, Ziel 4200 würde dann ausgehend von dieser derzeitigen Performance im DAX sicherlich korrespondieren mit dem Drop unter die 15. Und dann, ja, dann kommt eben dieser spekulative Bereich, von dem ich aktuell nicht weiß, was ich daraus machen soll. Wie gesagt, der vielleicht dann auch des Konfliktes zwischen den USA und China, der dort dann, auch wenn die Fed eine unabhängige Instanz ist, aber die Fed hat ausreichend Gründe, diese vorschieben kann, um diesen Taper zu vollziehen und die dann vielleicht auch so diesen Schubs über die Kante im Falle des chinesischen Marktes eben nach sich ziehen, durchaus Brisanz birgt. Vielleicht, dass man bereit ist, wir sind auch hier bereit, einige Abstriche zu machen aus wirtschaftlicher Perspektive zunächst einmal, aber der Schaden, den China nehmen würde, ist um ein Vielfaches höher. Durchaus, ich denke, eine valide Überlegung, aber wir werden es in den kommenden Tagen dann sicherlich sehen. Also erstmal die Vorgaben für Montag weiter bärisch. Volatilität willst du derzeit auf jeden Fall im Portfolio haben. Ja, also da zeigt sich jetzt zunächst einmal dieser Spike. Vielleicht, wie gesagt, geht es auch über 30 Punkte im VIX dann zurück. Das würde mit Sicherheit dann auch nochmal im S&P einiges an Abschlagspotenzial beinhalten. Morgen vielleicht ein bisschen ruhiger, müssen wir mal gucken. Und dann Mittwoch, da wird es dann brisant. Also Mittwochabend besonders und in der zweiten Wochenhälfte. Aber durchaus sind erstmal die Eckpfeiler, die Leitplanken vorgegeben, was jetzt für die Märkte auf jeden Fall von Brisanz sein dürfte in den kommenden Stunden, Querstrich in den kommenden Tagen. Und ja, nunmehr. Das wäre es dann erstmal mal soweit zum Wochenstart gewesen.
Abonniert gerne den Kanal, wenn euch das Morning Meeting gefallen haben sollte. Schaut gerne jeden Tag, auch börsentäglich 10:30 Uhr eben rein. Aufzeichnung, wie gesagt, im YouTube-Kanal. Dann abonniert den gerne. Lasst gerne ein Like hier, wenn es euch gefallen haben sollte. Und Kommentare jeglicher Couleur auch gewünscht. Würde mich freuen, euch dann mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, falls ihr Fragen haben solltet. Auch gerne Märkte betrachten, die euch vielleicht interessieren. Happy Trading. Pass auf die Stops auf und morgen 10:30 Uhr zum Morning Meeting haben wir uns dann wieder hier gemeinsam mit Markets. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis dahin, habt euch wohl. Macht's gut, bis dann und tschüss.